So, und damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Genau, ja, gestern Zwangspause. Und ich kriege ARK immer noch nicht wieder zum Laufen. Ne? Es gibt da eine riesen Fehlermeldung. Ich hoffe, da gibt es bald einen Patch oder sowas. Was ist schon recht seltsam. Von einem auf den anderen Tag funktioniert das nicht mehr. Ich muss aber mal gucken, ob vielleicht andere da ähnliche Probleme haben, weil die Fehlermeldung ist schon etwas komisch. Ja, irgendwie als ob das Installationsverzeichnis irgendwie beschädigt wäre, muss ich mal schauen. Vielleicht, ansonsten schmeiß ich nochmal runter, lass nochmal neu. Geht ja. Wobei bei Steam, ich habe den Eindruck, bei Steam in letzter Zeit sind die Downloadraten etwas erhöht worden, weil, also ich komme nie mit Steam auf die maximale Downloadrate, die mir zur Verfügung steht, oder in die Nähe davon. Das ist ähnlich wie bei der PlayStation, da ist es auch deutlich weniger. Wenn ich über die Xbox oder allgemein über den PC irgendwas anderes runterlade, zum Beispiel über EA Origin zum Beispiel am PC, dann klappt das alles immer wunderbar. Dann habe ich meine schöne maximale oder fast maximale Bandbreite. Aber gut, okay. PlayStation und Steam haben sowieso Probleme. Und das schreiben ja auch alle. Ne? Gerade bei Steam von wegen so, hey, du hast eine Riesenleitung und willst was runterladen bei Steam? Viel Glück. Ist auch echt so. Es ist schon ganz schön nervig, muss man ganz klar sagen. So, jetzt haben wir hier vorne links noch was. Da oben ist Panorama. Dann gehen wir da mal hin. Ist echt ein geiles Spiel, muss ich sagen. Ja, es macht tierisch viel Laune. Ich bin am Überlegen, ob wir die Tage mal ein bisschen GTA Online vielleicht zeigen. Dass wir da vielleicht mal mit ein paar Freunden zusammen entsprechend was machen. So. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Ich hoffe doch, dass das weiterhilft. Wenn nicht, wäre ganz schön übel. Was ist denn hier irgendwo? Ach, die Musik und alles hat sehr, sehr geil gemacht. Wundergeil. Manchmal wünsche ich mir die Endzeit herbei. Wo dann alles entsprechend einfacher gestrickt ist. Ja, und wo man dann nicht so viel Hektik walten lässt und eher so ein bisschen, ja, aussteigermäßig, ne, so wie hier. Gut, okay, nicht mit diesem religiösen Fanatismus, das ist immer seltsam, dass dann in Endzeit-Szenarien immer ein religiöser Fanatismus eine Rolle spielt, wie hier mit ihren komischen Urmutter und so, ne, und ja, du darfst nicht, du wirst ausgegrenzt und ja, schon ätzend, also das verstehe ich dann auch nicht, warum man das dann immer kombinieren muss. Es gibt wahrscheinlich einen ganz einfachen Weg. Aber einfach kann ja jeder. So. Und wenn ich springen kann, warum sollte ich das nicht nutzen? Okay, noch weiter oben. Mein Gott, wie weit muss ich da noch hoch hier? Aber es geht. Ob wir da hoch können, weiß ich noch nicht. Gucken, ob wir hier hochkommen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, sauber. Okay, also hier müsste jetzt was sein. Irgendwie. Ich markiere es mal, was irgendwie. Wo ist es denn? Hm. Zeig mir das mal an. Das ist doch da vorne, oder was? Na toll. Jetzt bin ich hier hochgeklettert. Völlig umsonst. Toll. Super. Ja, aber immerhin, ihr seht, man kann auch Berge hochklettern. Das geht ganz wunderbar mit Aloy. Ha. Stell dich so an. Alles nicht so dramatisch. Zieht ein Unwetter auf. Abrollen nicht vergessen, dann tut's nicht so weh. Thank you.
vorne oder was? Nee. Macht doch gar keinen Sinn. Warum soll das da oben in der Luft sein? Kann ich irgendwie ranzoomen? Zoom. Ja, ich kann wegzoomen. Da soll's sein. Ich sehe nichts. Muss der irgendwie raufklettern oder sowas? Ich kann noch keinen Baum raufklettern. Okay, also das macht gerade irgendwie gar keinen Sinn. Das ist da oben, ja. Da ist es. Okay, also doch da oben. Da waren wir schon fast richtig. Ja, das ist okay. Wunderbar. Ah, ich wusste doch, irgendwo muss es sein. Ah, Vorratskiste. Sehr schön. Ne? Da ist noch so die Ruine zu erkennen. Da brennt es. Okay. Ist da vielleicht irgendwas? Schwarzer Rauch, rote Lumpen. Mehr Banditen wie die in Teufelsdurst. Na super. Ja, dann speichere ich jetzt erstmal, bevor ich da hochgehe. Also haben die das dann praktisch eingenommen. Das heißt, dann sollten wir das auch befreien. Finde ich jetzt zumindest. Ne? Ja, ich denke auch, wir sollten das befreien. Breitkopf-Areal. Sips, Entschuldigung, aber ich brauche dein Fell und sowas. Wir haben Level abbekommen. Sehr schön. Okay, maximale Gesundheit erhöht, das ist auch gut. Können wir auch immer gebrauchen. Wobei ich das mit den Fertigkeitspunkten wichtiger finde als die maximale Gesundheit so ein bisschen, denn ja, ich möchte ja gerne solche Sachen freischalten, aber es dauert alles ein bisschen, ne? Nun gut, verabschiedet mich, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker.